Hallo liebe Leute, hier ist der alte Mann. Und heute habe ich wieder ein Video für euch und zwar mit meiner heißgeliebten Sau. Das ist bisher mein einziges T10-Schiff. Ja, ich hänge da ein bisschen hinten dran mit T10-Schiffen. Und ich bin ja ein Kreuzer-Nerd. Am liebsten fahre ich Kreuzer, also fahren wir Sau. Das ist ein gemischtes Spiel. Wir haben keinen T10 BB, macht aber nichts. Ich gebe mich auch zufrieden mit den neuen BBs. Und ich bewege mich jetzt mit meiner Sau Richtung C. Ich reg mich gerade furchtbar auf, dass diese Fletcher hier links von mir, der ist immer noch am Warten. Und also ich will Richtung C fahren. Ich will DDs zerstören. Und ich will, dass unser Team Bases einnimmt. Aber jetzt warten wir ab. Vielleicht fährt der ja DD ja auch irgendwann los. Und bis dahin, durch meine gute Tarnung, ich werde gespottet auf 9,7 Kilometer, solange ich nicht schieße, traue ich mich das und fahre dahin. Normal fahre ich mit der SAR nicht auf eine Base. Ich sehe jetzt, auf C ist schon jemand, ist schon ein DD. Und ich sehe den Rauch da vorne. Also das hat der DD ganz falsch gemacht. Der macht den ersten großen Fehler. Er macht Rauch, obwohl er gar nicht gespottet ist. Ja, er fährt auf die Base, macht Rauch, setzt sich dahin, sitzt in dem Rauch und wartet, bis die Base eingenommen wird. Er kann mich auch nicht spotten, so wie er das macht. Und also unser DD, der ist immer noch da hinten, AFK. Ich will einfach jetzt mal in den Rauch ein paar Torpedos reinschießen. Die sind ja in 10 Sekunden fertig. Und ich spotte jetzt auch für mein Team. Und ich möchte auch seinen Fortschritt hier beim Base einnehmen, den möchte ich stoppen. Also es ärgert ihn jetzt wahrscheinlich ungemein, dass er so eine Sekunde bevor die Base eingenommen war, ist das alles wieder weg. Ja, wir haben jetzt Rauch, haben jetzt Torpedos in den Rauch geschickt. Warten jetzt einfach mal ab. Ich könnte jetzt eigentlich schießen, aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwo noch ein DD ist, der mich dann spottet und ich will einfach nur etwas Zeit gewinnen. Ich will dem. Jetzt haben wir den DD getroffen mit einem Torpedo, haben wir Glück gehabt. Ja, jetzt ist der Fortschritt auf C weg. Und ich fahre jetzt wieder von der Base runter, weil unser DD ist aufgewacht und ich hoffe mal, dass der die Basis einnimmt. Jetzt mache ich das, was die Sau am besten macht, nämlich Feuer legen. Auf BBs. Ja, ich bin jetzt nicht mehr gespottet, ich bin jetzt hinter der Insel. Ich kann ungesehen, so ich glaube 15,5 oder 15,6 Kilometer Entfernung, kann ich ungesehen schießen. Und hier ist ein Problem mit der Sau, was ich an der Sau nicht mag, die ist unwahrscheinlich träge. Das heißt, wenn ich das Gas wegnehme, dann dauert das ewig, bis das Schiff anhält. Und wenn ich Gas gebe, dauert das auch ewig, bis die Geschwindigkeit wieder erreicht wird. Aber ich will an der Stelle meine Detection Range behalten, die sehr gut ist, und ich will ungesehen schießen können. Ich bin jetzt sehr nah dran an dieser Iowa. Und während ich das mache, wie man sieht, ich war langsam, beobachte ich immer seine Türme. Ja, also der zielt überhaupt nicht auf mich, also mache ich mir auch keine Gedanken. Ich bin weit genug weg, um von seinem Zeckenderes weg zu sein, und der stirbt jetzt. Und ich habe jetzt schon meinen ersten Actionist. Und ich schieße jetzt auf die Izumo. Die ist 16,4 Kilometer weg. Aber ich bin normal gespottet. Das heißt, es ist immer noch ein DD in der Nähe. Mein Team kann jetzt eigentlich
Die Base daneben, also was machen denn diese beiden BBs da hinten? Ganz da hinten am Rand. Also das regt mich sowas drüber von auf. Ja, wir wollen C einnehmen. Naja. Aber ihr kennt das sicher mit euren Teams, die ihr in den Spielen habt. Also manchmal. Die Isumo brennt. Und meine Iowa, die ist am Kämpfen da vorne, die hat schon einiges an Health verloren. Und jetzt versuchen wir der zu helfen. Ja, dadurch, dass die Iowa Anton von uns Anton beschossen wird, nehmen wir die Base nicht ein. Wir haben keine Base. Also das sieht ganz schlecht aus hier mit dem Team. Wir haben zwei DDs verloren. Haben nur noch einen DD. Aber ich tue jetzt, ich helfe da jetzt da und ich gehe jetzt mal dahin und versuche den weiter anzuzünden. Ich bin jetzt nicht mehr gespottet, fahre aber jetzt auf den Kartenrand zu. Und aber das macht ja nichts, wenn ich jetzt da vorne gegen den Berg fahre da. Ich bin nicht gesehen und er kann nicht auf mich schießen. Ja, Reichweite habe ich genug, also fahren wir wieder zurück. Ich habe auf der Sau natürlich meine die Premium-Tarnung drauf. Ich mag die so gern, die Sau, dass ich da. Jetzt habe ich den Visserer noch geholt. Weil ich, das ist ja ein Feuerspucker. Ich lege permanent Feuer. Die Sau ist gut gegen BBs und gut gegen DDs, wenn man nah genug dran ist. Gegen Kreuzer zum Beispiel, wie die Atago da, ist die Sau gar nicht so gut. Weil die ist einfach, die Geschosse fliegen einfach zu lange. Ja, wenn der da hinten, das sehen wir gleich mit der Atago, wenn der da wild rumkurvt, um auszuweichen, permanent am Ruder rumspielt, dann habe ich Probleme, die zu treffen. Ich fahre jetzt wieder näher ran. Ich will die Atago da hinten bekämpfen. Wir haben immer noch keine Base eingenommen. Ja, also das schaut ganz, ganz schlecht aus. Es sind aber beide Teams schlecht. Ja, also das Gegnerteam ist auch nicht so besonders gut. Die waren wenigstens so schlau und haben Bases eingenommen. Ja, und selbst das schafft mein Team nicht. Na, wir machen jetzt weiter. Und ich habe jetzt nochmal auf die Summe geschossen. Ich wollte eigentlich nochmal anzünden, aber ich konzentriere mich jetzt auf die Atago. Und die ist für mich schwer zu treffen. Und man sieht also, der ist permanent den Kurs am Ändern. Er macht das ja richtig. Der fährt Zickzack. Sollte man verbieten. Ja, ich sehe jetzt auch keinen Sinn, da Torpedos einzusetzen, weil so wie der da hin und her fährt, naja. Wir versuchen, die Atago zu bekämpfen. Er zeigt mir keine Breitseite. Also bleibe ich erstmal bei HE. Jetzt zeigt er mir eine Breitseite. HE raus und AP rein. Das habe ich im Turm rausgenommen, was gut ist, weil der Turm, der schießt jetzt nicht auf mich. Und jetzt könnte ich ihm. Der ist permanent. Also, jetzt habe ich meine Zitadelle gemacht an ihm. Jetzt habe ich AP drin. Er hat ja auch Torpedos, aber ich glaube, der hatte vorher gerade seine Torpedos geschossen. Also habe ich da gar nicht so. Jetzt habe ich da fünf Abpraller gemacht. Und unser BB hat die Atago, hat mich erlöst, hat die Atago da versenkt. Feuer löschen. Jetzt haben wir immer noch keine Base, da fährt hinten auf vor C unsere Tirpitz. Die sieht man da vorne. An der Base vorbei. Anstatt auf die Base drauf zu fahren. Also, das ist ein Chaos. Da ist ein DD. Der unseren BB da
angreifen will. Der ist aber hinter einem Berg, also den kann ich gar nicht beschießen jetzt. Aber ich sehe den schon. Ich will einfach noch mal schauen, wo ich noch was schießen kann. Ich helfe dem schon, unserem BB. Aber ich warte halt noch ein bisschen, bis ich überhaupt an den rankomme. Schießen wir mal auf die Zau da hinten. Und jetzt drehen wir um. Türme umdrehen. Voll nach links steuern. Iowa retten. Aber die Iowa macht das ganz alleine. Also Türme wieder zurück. Nach rechts drehen. Und es hat noch niemand C eingenommen. Ja, wir führen sehr gut an Schiffen, aber wir liegen an Punkten hinterher und wir machen keine Kapp-Punkte. Der Gegner macht die ganzen Kapp-Punkte. Ich will jetzt auch nicht zurückfahren nach C, weil da kommen jetzt Gegner, die ich bekämpfen kann. Wie diese North Carolina zum Beispiel. Wer bekämpft ihr denn von denen da? Also. Konzentrieren wir uns auf das, was wir jetzt vor uns haben. Hoffen, dass irgendeiner mal irgendwann eine Base einnimmt. Weil wenn wir da keine Base einnehmen, dann ist das Spiel verloren. Ja, jetzt versuchen wir die North Carolina anzuzünden. Ja, 15,5, das sieht mich nicht. Müsste jetzt eigentlich. Da sehen wir ja, 15,4 Kilometer ich schieße und sie sieht mich. Also ist 15,5. Ja, steht ja da auch auf der Minimap auch. Da kann ich ungesehen schießen. Jetzt haben wir noch Heikaliber geholt. Aber wir wollen Feuer. Ich will kein Heikaliber, ich will Feuer haben. Ist der letzte BB. Gut. Der hat schon wieder gelöscht. Ja, ich weiß mal langsam, dass ich sehen, dass der noch wegkommt. Weil das sind ja auch Punkte. Hier ist es zerstört. Und jetzt nehmen wir langsam mal B ein und unsere Iowa, die nimmt da hinten jetzt C ein. Also da muss ich jetzt unsere Tirpitz da schämen. Also wirklich. Ja. Die ist jetzt auch versenkt worden. Eine Desmoness. Das ist also für die Zhao ein richtig gefährliches Schiff, weil die hat eine sehr hohe Schussrate und sehr gute AP. Also da muss man aufpassen. Ich versuche jetzt hier mit AP, die Zhao schießt mit HE. Und jetzt tun wir mal anwinkeln. Also vor der Desmoness habe ich da Respekt. Da habe ich, wenn ich da Breitseite zeige, bin ich tot. Der schießt ja nur HE, weil ich jetzt spitz auf ihn zufahre. Und wenn ich jetzt anwinkeln würde, dann würde der sofort umschalten. Der hat eine höhere Feuerrate als ich. Also der kann mehr DPM austeilen als ich. Ja, jetzt gucken wir mal. Da hinten. Der Gegner hat nur noch diese Desmoness und die Zhao da hinten. Jetzt haben wir unsere erste Base eingenommen. Und wir liegen so weit von Punkten zurück. Aber es sind ja noch 6 Minuten. Wir haben ja noch Zeit. Ne. Wir nehmen jetzt langsam C ein. Der hat mich jetzt angezündet. Ich soll hier Feuer legen, nicht du. Mann, du brennst überhaupt nicht. Also der muss brennen. Ja. So, jetzt haben wir Konföderiert geholt und ein Feuer gemacht. Ja, der schaltet jetzt um auf AP und macht auch Schaden mit, aber man sieht meine HE-Munition, 5000 Schaden in der einen Salve. Also, ich glaube, ich habe ihn jetzt. Ja, jetzt ist er tot. Jetzt haben wir nur noch ein Gegnerschiff. Wir sind also 4 gegen 1 und liegen über 200 Punkte hinten. Die Base ist immer noch nicht eingenommen. Die B-Base. Ja, und zwar, weil dort, da war die Bismarck drauf, die jetzt in der Nähe von mir ist und die ist von der Base runtergefahren.
Also da kann man nur Kopfschütteln. Da kann man wirklich nur. Wir kämpfen hier um jeden Punkt und also unsere BBs da hinten, die Iowa, die ja stark ist, die ist beschäftigt mit Bases einnehmen. Ich sehe die Zau nicht und die müssen wir vernichten. Wenn wir die nicht vernichten, dann, wenn die jetzt wegrennt und wir sehen die nicht mehr, dann verlieren wir das Spiel. Naja, sind ja noch 4 Minuten. Ganz ruhig bleiben, Michel. Alte Leute sollen sich nicht aufregen. Spannung steigt. Was ich jetzt mache, ja, ist, ich kann ja nichts anderes machen, als auf A zu fahren und den da raustreiben aus A. Da ist er. Also, jetzt fleißig schießen und die Zau vernichten. Der sieht mich natürlich als schwächstes Schiff an und versucht mich zu versenken. Der zielt auf mich, der sucht sich den schwächsten Gegner aus. Aber der muss halt aufpassen, der kann halt keine Breitseite zeigen zu den beiden Schiffen da oben. Und ich denke mal, wir haben noch 3 Minuten und jetzt schießen wir so ziemlich alle Schiffe auf ihn und den tun wir versenken und dann ist das Spiel vorbei und gewonnen. Sau, mein Lieblingsschiff. Mein absolutes Lieblingsschiff. Ich könnte das ganze Spiel nur mit der Zau spielen. So gerne mag ich die. Ich finde die echt klasse. Die macht richtig Spaß. Ich kann jedem nur empfehlen, sich eine Zau zu besorgen. Jetzt habe ich ihn versenkt. Jetzt ist er tot. Das Spiel ist gewonnen, Gott sei Dank. Das war eine schwere Geburt. Ich habe 200.000 Schaden gemacht. Ja, und ich habe 3 Schiffe versenkt. Bin Erster auf der Liste, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich denke mal, ich habe das Spiel gut getragen. Iowa versenkt, Desponess versenkt und die Tsar versenkt. Und an der Izumo haben wir auch noch riesen Schaden gemacht. Gute Credits bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.